ein Erlebnis, an das ich mich gut erinnere, war, dass eine Erzieherin, damals hieß es Kindergärtnerin, die ich sehr, sehr mochte, sich verabschiedet hat. Die hat, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, einen anderen Job oder vielleicht war sie schwanger. Und ich habe sehr, sehr getrauert. Ich fand es ganz traurig, dass sie gegangen ist. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass es dann relativ bald vorbei war, weil dann jemand anders kam. Ich weiß auch nicht mehr, wie die aussah, aber ich kann mich an diesen Moment der Trauer, diese Frau, die für mich offensichtlich sehr, sehr wichtig war und an die ich ein intensives Gefühl von Bindung entwickelt hatte, dass die geht. Ich fand das sehr, sehr traurig. Herbert, in Ihrem Buch bin ich total hängen geblieben an der Beschreibung des Wandels. Also Sie haben Italien beschrieben und Schweden. Und was daran für mich interessant war, war, wie Sie das aufgebrochen haben, was ein traditionelles Bild ist von Familie und was eine Familie leisten soll und was kinderfreundlich ist, hin zu, was eigentlich das Moderne in der Gesellschaft sein sollte oder sein kann. Dass Sie diesen Komplex nochmal so für mich beschreiben vor der Kamera. Ich probiere es mal so rum. Wenn ich mich frage, welcher Staat ist kinderfreundlich, dann komme ich in dem ersten Nachdenken vielleicht drauf, der Staat ist kinderfreundlich, der Familien besonders viel Geld zur Verfügung stellt. Weil die ja dann besser gestellt sind und dann käme man drauf, okay, klingt irgendwie plausibel. Jetzt gibt es aber Staaten, die stellen ihren Familien gar nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Die sorgen für andere Dinge. Schweden ist ein gutes Beispiel. Da wird zwar insgesamt für diese Kinder viel Geld ausgegeben, aber nicht in Form von direktem Cash für die Familien, sondern es wird ganz viel an Institutionen angeboten, die die Kinder unterstützen können. Dazu gehören hervorragende Kindertagesstätten, aber nicht nur. Da gibt es auch noch ganz viele andere Dinge, die die Schweden sich da haben einfallen lassen. Ist das jetzt kinderfreundlich? Wenn man mit so einem traditionellen Bild kommt, würde man sagen, wenn so ein zweijähriges Kind schon in den Kindergarten geht, ist es doch nicht kinderfreundlich, es braucht doch die Mama. Da würden Ihnen die Schweden ganz was anderes erzählen. Die würden sagen, das ist kinderfreundlich, weil wir es ermöglichen, beiden Elternteilen ermöglichen, zu arbeiten. Übrigens auch nicht so katastrophal lange Arbeitszeiten wie bei uns, sondern dort sehr, sehr stark geprägt von Arbeitszeitverkürzung. Beide Elternteile haben die Möglichkeit zu arbeiten und das ist schon mal die allerbeste Armutsverhinderung. Eine bessere Armutsverhinderung als die Erwerbstätigkeit von beiden Eltern gibt es einfach nicht. Das ist auch die Erklärung dafür, warum die Kinderarmut in Schweden so gering ist. Ist es jetzt wirklich kinderfreundlich? Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall einen kinderfreundlichen Teil, wenn man die Zeit im Blick behält. Also es kann nicht so sein, dass dann beide Eltern aus meiner Sicht 14 Stunden am Tag arbeiten und das Kind von morgens 7 bis abends 8:30 in der Kita ist. Dann brauche ich kein Kind mehr. Aber eine maßvolle Erwerbstätigkeit von beiden, von Müttern und Vätern, möglichst gleich verteilt, ist, glaube ich, eine unglaublich kinderfreundliche Angelegenheit. Und das kann man natürlich politisch deutlich fördern. Das kann man fördern im Steuersystem zum Beispiel. Unser Steuersystem ist immer noch so aufgebaut, dass der männliche Alleinverdiener prämiert wird. Also das Ehegattensplitting führt dazu, dass die Menschen, die Familien, die das so aufteilen, dass die Mutter zu Hause bleibt und der Vater alleine arbeitet, die haben den größten Steuervorteil. Da könnte man was ändern dran. 400-Euro-Jobs ist auch so ein Beispiel. Ist der klassische Weg für Mütter in eine spätere Altersarmut und in eine Armut bei einer Trennung. Ein völliger Blödsinn, würde ich sagen. Diese müssen eigentlich unbedingt weg. Werden Sie in Schweden zum Beispiel auch nicht finden. Also wenn das Ziel ist, quasi Frauen gleichmäßig am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen und darauf zu achten, dass es nicht nach oben irgendwie katastrophal ausschlägt, sondern maßvoll, bei den Männern ein Stück runter mit der Arbeitszeit, bei den Frauen ein Stück rauf, dann habe ich, das Kind hat immer noch gleich viele Eltern. Die verschwinden dann auch da auch nicht. Hat den Vater ein bisschen mehr. Hat den Vater dabei. Und das kann man aber politisch anstreben. Und dafür kann ich ganz zentral in der Steuerpolitik ansetzen. Da habe ich als Bundesregierung Stellschrauben, bei denen ich was tun kann. Da geht sofort ein großes Geschrei los, weil wir uns als Land gar nicht vorstellen können, auf das Ehegattensplitting zu verzichten und auch uns nicht vorstellen können, auf 400-Euro-Jobs zu verzichten, weil die ja das Image haben, sie tun was für die Menschen. Mit dem 400-Euro-Job ist ja super, ich muss ja keine Steuern bezahlen. Dass da aber ein Rattenschwanz an Schwierigkeiten dran hängt, das sieht man nicht so. Aber die Diskussion sollten wir dann schon führen und da hängt auch was von Kinderfreundlichkeit dran. Aber auch die Arbeitgeber müssen ja dann eigentlich dem entgegenkommen, ne? Und sagen, ich arbeite mit neuen Arbeitsmodellen, ich habe mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten und bin bereit, da in die Gesellschaft zu investieren, indem ich halt auch... Wobei ich da schon auch sehen würde, das ist einfach ein Konflikt. Ein Arbeitgeber hat bestimmte Interessen, die sind auch legitim, und Arbeitnehmer haben Interessen, die sind legitim. Und da muss die Politik darauf achten, dass das Ganze gut ausgetragen werden kann, dass die Interessen des einen nicht einfach die Interessen des anderen dominieren. Ich würde jetzt von dem Arbeitgeber nicht erwarten, hey, du musst jetzt der kinderfreundlichste Arbeitgeber werden.
ich glaube, das wird sich, also diese moralische Forderung, die verfängt vielleicht bei 20% der Unternehmen oder 80% der Unternehmen sagen, ist mir doch egal. Deswegen glaube ich, kommt es darauf an, diese unterschiedlichen Interessen, die es gibt, wahrzunehmen und für einen guten Ausgleich zu sorgen. Und da würde ich auch nicht so sehr darauf hoffen, dass Arbeitgeber sagen, jawohl, wir werden jetzt ein familienfreundliches Unternehmen. Da gibt es welche, aber das wird keine breite Bewegung werden, die 100% der deutschen Unternehmen erfasst. Da habe ich einfach Zweifel dran. Von daher würde ich sagen, den Konflikt wahrnehmen und möglichst auch die politischen Rahmenbedingungen so gestalten, dass der gut ausgetragen wird. Denn es ist ein Konflikt, an dem kommen wir nicht vorbei. Das waren einige Gedanken. Was denken Sie? Verbinden Sie das für mehr Anschwung.